Ebenfalls sehr beliebt sind gemeinsam abgemaschte Stäbchen, die man sowohl mit ganzen Stäbchen als auch mit, die sind auch üblich auch mit Doppelstäbchen. Ich habe wieder drei Wendeluftmaschen gehäkelt. Nun ein Umschlag in die nächste Masche einstechen, Faden holen, Faden durch zwei Schlingen ziehen und so stehen lassen, nicht fertig häkeln. Nächstes Stäbchen, halbfertiges Stäbchen, ein Umschlag in die nächste Masche einstechen, Faden holen, den Faden vom Zeigefinger nur durch zwei Schlingen ziehen. Wir haben schon drei Schlingen auf der Nadel. Noch einmal ein Umschlag, einstechen, Faden holen, Faden nur durch zwei Schlingen ziehen. Es bleibt wieder eine Schlinge auf der Nadel. Umschlag, einstechen, Faden holen, Faden durch zwei Schlingen ziehen. Du hast nun fünf Schlingen auf der Nadel und durch die ziehst du nun den Faden vom Zeigefinger auf einmal durch. Nun hast du diese fünf Stäbchen, also eigentlich Wendeluftmaschen und vier Stäbchen, gemeinsam abgemascht oder gemeinsam abgehäkelt. So, da geht sich noch so ein zweites gemeinsam abgemaschtes Stäbchen aus. Wir müssen da aber nun den Abstand überbrücken bis zur anderen Spitze und häkeln dafür fünf Luftmaschen und beginnen gleich in der nächsten Masche wieder ein Stäbchen, aber nicht fertig häkeln, ein zweites in die nächste Masche, ein drittes einstechen, Faden holen und Faden nur durch zwei Schlingen ziehen und noch einmal einstechen, Faden holen, Faden durch zwei Schlingen ziehen und noch ein fünftes Mal. So, nun hast du fünf Schlingen auf der Nadel und wieder den Faden vom Zeigefinger durch alle fünf Schlingen ziehen. So sieht das aus, bildet so kleine Dreiecke. Und um nun den Rand auszugleichen, wir wollen ja da nicht schräg werden, werden wir noch drei Luftmaschen bis zur Kante und drei Luftmaschen für ein Stäbchen. Also häkeln wir jetzt sechs Luftmaschen, damit wir dann hier die Seite ausgleichen können und festmachen. So, nun, ich möchte noch eine Variante von solchen. Ich zeige dir dann Büschelmaschen. Und nun werden wir diese Reihe ausgleichen, damit wir wieder eine gerade Reihe drüber kriegen. Wir häkeln nun da werde ich drei Wendeluftmaschen häkeln. Weil wir da ein bisschen tiefer sind, besser drei Wendeluftmaschen. In den ersten Bogen drei feste Maschen. Auf die Spitze der Stäbchen eine vierte feste Masche. Wieder drei feste Maschen in den nächsten Bogen. In die Spitze wieder eine feste Masche, also in die Spitze der vorigen Stäbchen und dann noch zwei feste Maschen. Jetzt haben wir uns wieder auf 10 Maschen hingeschummelt.